Moin, meine Damen und Herren, und damit herzlich willkommen zum Video. Ja, heute schauen wir uns hier mal den Treffsicherheitsjäger an. Ich habe hier zwei Guides mit euch für euch vorbereitet und miteinander kombiniert. Und zwar einmal den Mythisch Plus und einmal den Raid Guide. Schaut euch unbedingt beide Guides an, denn es kann durchaus sein, dass ihr die Raid-Rotation im Mythisch Plus braucht oder die Mythisch Plus-Rotation im Raid. Kennt ihr ja von mir, ne? Denn es ist halt auch so, dass ihr zum Beispiel die Raid-Rotation bei einer Bosswoche benutzt oder halt andersrum, ne? Genau, passt auf, wir schnacken nicht lange, wir legen direkt hier los mit der, mit den Talenten, mit den Stats und danach kommen die Talente. Ich priorisiere, ne? Es ist immer subjektiv, was die Werte betrifft, ne? Ist immer subjektiv. Ich priorisiere auf jeden Fall hier beim Marksmanship Hunter, beim Treffsicherheitshunter, kritische Trefferwertung und Tempo auf ungefähr 31. Ne? Das sind so meine Prio-Werte, die ich hier benutze, ne? Wie ihr hier sehen könnt. Ja, dann geht's weiter hier mit den Talenten. Zuerst einmal schauen wir uns Mythisch Plus an. Wichtig dabei zu bemerken ist hier auf jeden Fall, dass wir mit dem Todeschakram spielen und mit Explosivschuss. Ne? Ansonsten ist das hier eine relativ standardgemäße, ja, linke Talentseite. Ne? Rechts. Wir spielen natürlich sehr, sehr viel auf AOE. Wir spielen sehr viel auf AOE hier mit Salve, ne? Gekonter Schuss und natürlich nehmen wir den Mehrfachschuss mit. Es ist halt alles auf AOE ausgelegt, ja? Also die ganzen Strings für die Talente. Ja, sowohl Raid als auch Mythisch Plus, die könnt ihr euch aus der Videobeschreibung und auch aus den Kommentaren kopieren. Genauso wie die Makros, ja? Da Leute, die Makro, Wahnsinn. Wirklich, also echt verrückt, ja. Was ich hier für Schaden mit den Makros fahre, das werdet ihr gleich sehen. Das ist Wahnsinn. Richtig, richtig verrückt. Ne, ich schmeiße hier nochmal ein bisschen was raus hier aus den Leiste. Ne? Damit ihr seht, ich drücke nur einen Knopf. Und dann, das lasse ich Cooldowns halb weiter drin. Ne? Und dann legen wir auch los hier mit dem Damage. Ne? Wir machen erst einmal die Mythisch plus AOE-Rotation. Die AOE-Rotation ist halt so diese Massenrotation für den Mastschaden. Ne? Und danach geht es über in die Single-Target, in die Einzelschaden-Rotation. Und hier oben seht ihr das Details, hier seht ihr den verursachten Schaden, hier seht ihr das Makro und auch die Rotation. Ne? Ich habe jetzt hier keine Pots und sowas eingeschmissen, brauchen wir jetzt nicht. Ne? Genau, passt auf, Leute. Ich drücke jetzt einfach nur T und die Rotation geht los. Ne? Ihr seht hier. Schmettert ordentlich rein, oder? Werdet ihr gleich sehen hier. Das Ganze hat. Oh, jetzt habe ich das Schnellfeuer abgebrochen. Das ist nicht so schlimm. Das solltet ihr natürlich nicht machen, das Schnellfeuer abbrechen. Das ist ganz klar. Aber ihr seht auch hier schon 1,2 Millionen. Leute, verrückt. Wirklich absolut verrückt. Was der Schaden. Der ist so krass. 1,3 Millionen, obwohl ich das erste Schnellfeuer abgebrochen habe, weil ich jetzt hier die ganze Zeit mit euch gelabert habe. Ne? Aber ihr wisst ja selber, ihr wisst es vor allem besser. Ja? Schnellfeuer dürft ihr natürlich nicht abbrechen. Ne? Aber ihr habt gesehen, was das Ganze hier für einen Schaden drauf fährt. Das ist echt verrückt. Ne? Die Rotation, die Makros, ne? Die Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung und auch in den Kommentaren. Dort könnt ihr euch das Ganze auch entnehmen. Ne? Jetzt wechseln wir hier mal zur Single-Target-Rotation. Ne? Und da ihr richtig auf Zack seid und richtig cool drauf seid, zeige ich euch jetzt mal den allerbesten Trick überhaupt. Wirklich den allerbesten Trick, ja. Ihr nehmt hier euren Mauszeiger, ne? Ihr umkreist mal hier, ne? Könnt ihr auch mit dem Finger machen, wenn ihr es auf dem Handy, auf dem Tablet oder so schaut, ne? Und dann folgt ihr dem Ganzen einfach mal hier unten hin, ne? So. Und hier ist ein Like-Button, ne? Da drückt ihr jetzt mal drauf, ne? Wir machen das gemeinsam bei 3. 1, 2, 3 und jetzt liken wir. Danach lassen wir ein schönes Abo da, darüber freue ich mich immer sehr und aktivieren die Glocke und wenn ihr richtig cool drauf seid, dann haut ihr nochmal in die Kommentare ein paar Plus hier rein, ne? So 2, 3, das würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen und ich möchte mich da auf jeden Fall an dieser Stelle sehr, sehr bedanken bei Krischi und bei Toms und bei allen, die immer kommentieren, da bin ich sehr dankbar für, vielen, vielen lieben Dank, ne? Danke. So, dann kommen wir jetzt auch in die zur Single-Target-Rotation. Ne? Single-Target-Rotation. Single-Target-Makro ist hier oben, dort läuft die Rotation. Hier unten ist ebenso das Single-Target-Makro. Und dann drücken wir einen Knopf und fahren jetzt hier mal ohne die Damage und die perfekte Rotation. Ne? Das hier hat jetzt nochmal eben so ein paar Sekunden Abklingzeit, die warten wir nochmal schnell ab und dann geht los. Ne? Ist natürlich hier eine Single-Target-Mythisch-Plus-Rotation, ne? Die fährt trotzdem sehr viel Schaden im Single-Target. Alter. Echt jetzt, also vor allem jetzt eben gerade hier im AOE 1,3. Wahnsinn. Echt verrückt. Echt verrückt. Ne? So. Und diesmal brechen wir hier das Schnellfeuer nicht ab. Ne? So, zack. Und dann geht hier weiter. Ne? Jetzt kommt hier auch schon. Oh, Easy Mode. Ne? Schnellfeuer nicht abbrechen. Und ihr seht halt auch im Single-Target, Leute, verrückt dieser Schaden. Absoluter Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Was der Marksman Hunter
Treffsicherheitsjäger raushaut, ist einfach nur verrückt. Wirklich. Wahnsinn. Ich bin selber jedes Mal überrascht, vor allem von dieser AOE-Rotation, Leute. Alter, ist das verrückt. Richtig, richtig cool. So, Leute, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt gleich über in den Raid Guide. Ne? Ich muss mal schauen, ob ich schon umskillen kann. Ich bin mir da jetzt gerade nicht ganz so sicher. Ich glaube tatsächlich, ich kann umskillen. Ja, ich habe nichts gesagt. Und ihr seht, es verändert sich einiges. Ne? Wir haben jetzt hier im Raid. Ja, das hier ist purer Single-Target-Schaden. Okay? Ja, da haben wir jetzt hier den Mehrfachschuss haben wir rausgenommen, ne? Und so weiter und so fort. Wir sind hier komplett wirklich nur auf Single-Target ausgelegt. Ja? Wir machen nur Single-Target-Schaden. Ein bisschen mit Salbe können wir auch AOE machen, aber wir haben halt hier überwiegend, wie ihr sehen könnt, tatsächlich nur Single-Target-Schaden drin. Ne? Wir haben auch hier den Explosivschuss rausgenommen, nehmen hier die Stachelfeile, die Stahlfeile mit, die macht nochmal ganz gut Schaden. Und Leute, ne? Falls ihr gerade gesehen habt, ja, ich habe hier Raid AOE, Raid AOE, das packen wir immer so rum und so rum. Ich habe gerade alle meine Fähigkeiten abgesetzt, ohne diesen grünen Balken zu bestätigen. Das heißt, das Makro ist ein Add-Cursor-Makro. Ja? Wenn ihr klicken solltet, dann habe ich für euch Makros, ja, die ohne Add-Cursor sind. Ja, das ist alles, aber alles in dieser PDF beinhaltet das halt. Ne? Das ist alles da drin in den Links. Dort findet ihr für beides die Makros. Ne? Als Klicker benutzt ihr das ohne Add-Cursor und als Drücker dann halt könnt ihr das gerne mit Add-Cursor, je nachdem, so wie ihr das haben möchtet, benutzen. Ne? So, Raid AOE. Ne? Ich sag's euch gleich, die Raid AOE-Rotation wird nicht so viel Schaden fahren wie die Mythisch Plus AOE-Rotation. Die macht aber trotzdem ganz gut Schaden. Ne? So, kommen wir jetzt mal hier zur Raid AOE-Rotation. Das setzen wir mal hier zurück. Hier oben läuft wieder die Rotation. Hier unten das Makro. Wir drücken nur einen Knopf und dann geht's los. Ne? Schnell vorher nicht abbrechen, ganz wichtig. Hier kommt wieder der Add-Cursor. Ne? Jetzt hier der gezielte Schuss. Und ihr seht, das Ganze macht zwar gut Schaden, es macht auch gut an AOE-Schaden, aber es macht natürlich nicht so viel AOE-Schaden, wie wenn ich jetzt mein Mythisch Plus Makro drin hat. Ne? Wobei ich sagen muss, dass hier diese 800, 900k DPS schon wirklich krass sind. Ne? Das ist schon sehr, sehr krass, was das für Schaden fährt. Aber ist halt nichts mit diesen 1,3 Millionen DPS zu vergleichen, ist klar. Ne? Ja, wenn ihr diese Rotation fahrt, tödlicher Schuss, die Procs, die drückt ihr selber. Ihr habt gesehen, die habe ich auch gerade selber gedrückt. Ne? Sobald ihr einen tödlichen Schuss Proc habt, knallt den raus, blattet den raus und ne, nutzt den Schaden aus. Hier, dieser gezielte Schuss, Precast. Ne? Wir precasten, ne? Wir laden den gezielten Schuss auf. Ihr müsst es ungefähr, müsst schauen, wie viel Tempo ihr habt. Ne? Beim Bosspull entweder bei 3 oder bei 2 oder vielleicht auch bei 1,5, je nachdem, was ihr an Tempo habt. Ne? Ist dann, dann desto schneller geht der Schuss. Ja, genau. Das machen wir natürlich Pre-Pull. Ne? Das heißt, der Boss beginnt und direkt ein gezielter Schuss trifft. Ne? Aber das haben wir jetzt natürlich auch hier alles so in das Makro eingebaut. Und wie gesagt, die Links zu den Makros, die findet ihr in der Videobeschreibung. Ja, Leute. Ne, geliked habt ihr, kommentiert habt ihr, abonniert habt ihr, die Glocke aktiviert und an dieser Stelle ne, bin ich jetzt dran. Ich möchte mich bei euch herzlich bedanken dafür. Ja, ich möchte mich sehr, sehr bedanken dafür und ich freue mich auf jeden Fall sehr darüber. Ja, vielen, vielen lieben Dank. Ich habe tatsächlich einige E-Mails bekommen. Ne, auch mit Video und so bezüglich der Makros, das Wahnsinn, habe ich mich richtig gefreut. Glaube ich, werde das ein oder andere Video mal mit reinnehmen und das war echt cool. Also da habe ich mich sehr, sehr gefreut, ne, dass so begeistert und so bedankt haben. Fand ich richtig cool. Ja? Und dann geht es jetzt hier los. Mythisch Plus Raid Single Target, also Einzelschaden, Rotation. Hier oben ist die Rotation und hier oben ist halt ne, das ist das Makro und dann geht's los hier. Zack, gezielter Schuss kommt. Ja, Schnellfeuer brechen wir natürlich nicht ab. Zack, da haben wir auch schon den ersten tödlichen Schussproc, den nehmen wir direkt mit. Den drücken wir selber. Und jetzt haben wir hier den zweiten tödlichen Schussproc, zack, den drücken wir mit. Den nehmen wir natürlich selber, ne, hier, zack. So, dann kommt das Schnellfeuer. Gezielter Schuss, der tödliche Schussproc, zack, das Schnellfeuer. Und ihr seht, das Ganze macht natürlich richtig viel Schaden, ne. Dieser Single-Target-Schaden hier, der ist darauf ausgelegt, dass ihr konstant sehr, sehr viel Schaden fahrt am Boss. Ne? Ihr habt sehr hohe Schadensspitzen, wie ihr gerade gesehen habt, aber ihr fahrt auch konstant sehr viel Schaden. Das finde ich richtig cool. So Leute, das war es auch schon mit dem Video. Ich bedanke mich bei euch. Wir sehen uns. Ciao, ciao.